Ja, überfahr mich! Das gehört dir, das gehört dir! So, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Margaret. Ich bin gerade ein Rennen gefahren und bin danach drauf gekommen, dass ich vergessen habe, meine Stimme aufzunehmen. Also, ich habe vergessen, Audacity zu starten. Deshalb, ja. Kann ich das Ganze, was ich vorhin gesagt habe, nochmal sagen. Also, ja, das ist jetzt mein erstes Rennen seit 5 Wochen wieder. Also, ich habe jetzt über einen Monat nicht aufgenommen, weil ja das Turnier von Luke Millard war. Und das hat ja 5 Wochen gedauert. Und danach hatte ich sogar noch ein Video, das ich vorhin schon aufgenommen hatte. Vor dem Turnier, also eigentlich hatte ich jetzt 6 Wochen nichts aufgenommen. Und ja, von dem her lässt jetzt mein Skill etwas zu wünschen übrig. Aber ich bin trotzdem im ersten Rennen, was ich gemacht habe, noch Dritter geworden. Trotz einiger Fails am Start, aber ja, sehen wir mal, wie dieses Rennen hier wird. Und ja, wir gucken halt einfach mal, wie das erste Rennen seit 6 Wochen mal wieder wird. Ich sollte ja nicht all mein Skill verloren haben, und so ein bisschen Skill sollte ja noch vorhanden sein. Das Firehopping hier, das, was gerade irgendwie komplett abgefailt hat. So. Hoppala. So. Feuerball, Feuerball und noch ein Feuerball. Und der schubst mich vom Item weg. Ist klar. Rosa, warum fährt er jetzt in den Abgrund? Können wir das jetzt bitte wieder sagen? Warum er auf einmal nach links gelenkt hat, obwohl ich nicht gelenkt habe? Warum die Scheiß-Piranha-Pflanze immer auf mich geht? Obwohl ich da nie was getan habe? Okay, das ist eindeutig eine schöne Strecke. Eine sehr schöne Strecke, in der die Platzierung auch sehr schön ausfällt. So. So. Und schon wieder Dritter. Das ist doch... Ey, die Münzen wollte ich gerade sammeln. Was soll die Scheiße? Nicht schon wieder runter, du bist so ein Fettsack, der kann nicht gerade fahren. Geht weg da. Hey, Axel, der kommt ja auch aus Österreich. Nein, nicht schon wieder nach unten. Bowser? Wo fährst du heute hin? Ich wollte fliegen. Dritter, oder? Ja, perfekt. Auch dieses Rennen ist Dritter. Ja, genau, ich habe vorhin auch angekündigt, ich werde auch ein extra, also noch ein extra Infovideo dazu machen, aber ich will es auch jetzt hier schon mal ankündigen. Und zwar kommen ja jetzt irgendwann im November, glaube ich, kommt das erste DLC von Mario Kart. Also wird das erste DLC released. Und da kommen die Parts immer statt den Online-Parts, also immer Samstag statt den Online-Parts kommt halt ein DLC-Part, also ein Grand Prix. Und ja, das werden dann, ich glaube, 2 Grand Prix sind's, also die 9, 8, 9 Strecken, also 2 Grand Prix, die werden halt also zweimal am Samstag kommen. Und danach werden wir wieder den normalen Online-Part haben. Ich will jetzt nicht wegen 2 Parts ein eigenes Projekt anfangen irgendwie, deswegen schiebe ich das hier bei den Online-Parts ein. Nur damit ihr euch halt nicht wundert, aber wie gesagt, wenn das veröffentlicht wird, kommt davor noch ein eigenes Infovideo.
Nur da ich weiß, dass die Infovideos nicht so sehr geguckt werden, da ich das mit den meisten Infovideos mit Call of Duty Gameplay hinterlege. Also kündige ich es hier auch schon mal an. So. Damit ich den deutschen Platz ja auch noch rausbringe, was soll die Scheiße? So. Bowser, was ist mit dir? Ich lenk eh gegen. Scheiß Bananenschale. Scheiß Bananenschale. So. Ja, ist klar. Schieß mir den Feuerball ab, obwohl ich in der Luft herumfliege. Der trifft mich wieder mit seiner Tröte. Scheiß Super Hoppe. So, ja, fahr ruhig die Abkürzung. Ich nicht, weil ich fall da runter. Schnapp mir nicht die Münzen weg, wenn ich da gerade fahre. Komm von hinten und stiebe die Münzen, dann ist er wieder hinter mir. Ist klar. Und geh weg. Scheiß Japaner. Bananenschale. So. So, das soll ruhig irgendwie explodieren. Blauer. Was? Warum auf ihn? Alter Schwede. Der war doch nur Zweiter. Der da vorne ist Erster. Stürzt ab. Ja. Hat der rote Panzer ging nicht auf mich. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Ihr kriegt mich nie. So, jetzt den Vorsprung aufbauen und dabei einen roten Panzer hinter. Ein grüner Panzer hinten haben. So, als kleinen Schutz. Falls ein roter kommt. So. What the fuck? Ich dachte nicht, dass ich den Boost erwische. Ich dachte, ich flieg drüber. Das war jetzt scheiße, aber es ist irgendwie keiner hinter mir. Und dank der Karte sehe ich auch meinen Vorsprung. Da kann ich es mir gönnen, diesen kleinen Umweg hier zu fahren. Und hier fertig. Erster Platz. Genauso wie ich das haben wollte. Ne, Bowser vor Bowser vor Mii vor Bowser. Bowser ist hier in diesem Rennen sehr stark vertreten. Oh, da hat sogar über 4000 Punkte. Ja, wie man sieht, ich habe auch so nicht viel gespielt. Ich bin immer noch bei 2500 Punkten. Also ich habe offscreen nicht viel gezockt. Eigentlich gar nichts. So, in der Grusel-Wusel-Villa werden wir jetzt versuchen, unseren ersten Platz zu verteidigen. Ah, da hat jemand meinen grünen Panzer genommen, den ich jetzt als Schutz gebraucht hätte. So, hier noch mehr Windschatten. Ne, die sind zu weit weg für Windschatten. Was ist mit deinem verfickten roten Panzer? Warum setzt ihr ein, wenn ich gerade einen Pilz einsetze? Das. Ja, genau, grüner Panzer. Das war jetzt aber echt mehr Glück als Verstand, dass mich der nicht getroffen hat. So, ich habe drei rote Panzer. Du kriegst einen. Der Japaner kriegt einen. Und ah, okay, der Däne kriegt auch noch einen. Ich dachte jetzt schon, den hätte der Geist oder so irgendwie mit dem Hammer da getroffen. So,
Feuer beschwert. Ja, frisst die Feuerbälle! Nein, Feuerbälle! Ja, sehr gut, sehr gut! Das, Gott sei Dank hat sich die Bananenschale irgendwie vor meiner Nase aufgelöst. Was hat mich da jetzt von hinten gerammt oder? Ah, okay. Ja, friss meinen roten Panzer, wenn du willst. Nein, warum fahre ich immer gegen? Was soll die Scheiße eigentlich? Ich fahre immer gegen so einen Dreck. Nicht gegen die Bananenschale fahren. So. Platz 2 wäre zwar auch schön, aber Platz 1 wäre mir lieber. Zwei Münzen helfen mir nicht viel. Ah, schade! Ich bin dreimal gegen diesen Hammer gefahren und das war die 10. Sekunde, die mir gefehlt hat. Also alle drei Runden einmal, ja. Dreimal gegen diesen. Aber das macht nichts. Zweiter ist auch toll. Erster, zweiter, dritter ist. Also dritter, erster, zweiter. Fängt ja gut an. So darfst gerne weitergehen. So, jetzt haben wir wieder ein paar mehr. Ein paar aus Deutschland sind dazu gekommen. Na dann. Mal sehen, ob wir auch gegen die unser Treppchen verteidigen. Bis jetzt sind wir immer unter den ersten dreien gewesen. Wäre schön, wenn wir das beibehalten würden. Ja. Perfekt so. Mit Windschatten. Oh, wo die Goldpeach kommt. Solange die Abkürzung funktioniert, kann ja nichts schief gehen. Ich behalte mir mal die Bananenschale. Wohohoho, und fahr fast in die nächste Bananenschale rein. So, dann fahren wir hier unten, weil jetzt haben wir 10 Münzen. Ja, der Weg da unten ist ja schneller. Ich bin ja nur rumgefahren, damit ich mir die 10 Münzen holen konnte. Also die 6 Münzen, was da oben waren. Ja, jetzt kommt einer mit Stern und wird Erster. Ja, überfahr mich! Das gehört dir, das gehört dir. So, ich gehe jetzt kein Risiko, nehme ich die Abkürzung. Ich habe zwar keinen großen Vorsprung, aber einen. Ja, ein bisschen einen, kann man sagen. Und wenn man diesen Dreck da hat, dann rutscht man komplett. Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen, aber. Jetzt hat man es gerade komplett gemerkt, dass ich voll nach außen gedriftet habe, obwohl ich eigentlich einen Innendrift-Kart habe. Also einen Scharfdrifter. Hey, blauer Panzer! Dich hatten wir heute noch gar nicht. Eine Premiere! Ein blauer Panzer in einem Online-Rennen, gefolgt von einer... Nee, nicht gefolgt von einem roten, Gott sei Dank. Das ist ja das, was mir jetzt noch gefehlt hätte. Gott sei Dank, ich habe den Grün perfekt behalten und gewinne das Rennen. Sehr schön. Das ist ja eine komfortable Leistung. Dritter, Erster, Zweiter, Erster. Die Gruppe gefällt mir, da mache ich auf jeden Fall noch ein Rennen. Eins geht auf jeden Fall noch.
Ja, ich will sowieso was ankündigen. Also das Infovideo, was ich mache, da wird höchstwahrscheinlich kein Gameplay von Call of Duty zu sehen sein. Sondern da werde ich einfach das eine Rennen, was ich da jetzt unabsichtlich kommentarlos gefahren bin, einfach nehmen. Und euch das als Infovideo dann reinschneiden, also das als Infovideo dann benutzen. Und dem bin ich dann auch kein unnötiges Rennen gefahren, habe dann gleich ein Gameplay für ein Infovideo auch gleich. Und dem war das ja gar nicht so verkehrt. Und ja, wir werden ja sehen, wann das DLC kommt. Ich wusste schon mal, wann der Release war, aber ich habe es leider wieder vergessen. Da jetzt so viele Sachen kommen. Weil Advanced Warfare ist ja schon draußen. Habe ich zwar leider noch nicht, weil ich es mir nicht vorgestellt habe, aber das werde ich mir auch irgendwann mal holen. Und Omega Rubin und Alpha Sapphire kommt ja bald. Dann kommt bald Super Smash Bros. Für die Wii U. Da kommt dann auf jeden Fall ein paar Parts. Also das wird ein Projekt, das startet sofort, wenn ich das Spiel bekomme. Das kommt ja irgendwann jetzt im Dezember raus. Und dann kommen noch einige gute Spiele, die ich auch, wovon ich auch einige Let's Playen werde. Und fahr da nicht an, was bist du für ein Depp? Fahr doch links oder rechts vorbei. Nee, fahr genau rein, genau. Warum hatte ich nur Münzen als Schutz? Damit gleich zwei rote Panzer mich voll treffen und ich Dritter bin. Ja, Gott sei Dank hatte ich jetzt eine Bananenschale. Scheiß blauer Panzer. Echt scheiß blauer Panzer. Ich war nur kurzzeitig... Ja, ist ja gleich Siebter! Aber sonst habt ihr es noch. Und ich bin wieder der Skiller, der wieder durch den 3 mm Abstand durchfährt und keins der beiden Itemblöcke mitnimmt. So, jetzt fahren wir extra oben, damit ich auch eins bekomme. Wir bekommen wieder nur 2 Münzen als Schutz, aber warum hat er jetzt abgebremst? So komisch. Gib mir Windschatten. Danke. Münzen als Schutz, danke. Besser geht's nicht. Blitz. Jetzt wird's eng. Nein, nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Erster. Perfekt. Dreimal Erster in einem Part. Du, ja, mit so einem guten Ergebnis beende ich gerne die Aufnahme. Und ja, dann sei mal bis dann und wir sehen. So, kommen wir zur Endcard. Links in grüner Schrift könnt ihr nochmal zum vorherigen Part. In der Mitte in blauer Schrift könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und rechts in roter Schrift könnt ihr mich zum nächsten Part, sobald einer erscheint. Und wenn ihr auf Black Shadow Drybones klickt, könnt ihr zu meinem Zweitkanal, in dem ich Real-Life-Videos drehe. Und ja, schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt. Und ja, ich bin einer von Team Drybones. You cannot kill what is already death.